Brauchst du noch eine nette Erinnerung an mich, ehe du in den Kampf ziehst? Die werde ich dringender brauchen als die Gill in meinem Beutel. Entschuldigung, warte mal. Du da mit dem Schwert. Hey, du da mit der komischen Mütze. Ich komme nicht umhin zu bemerken, dass du die Brosche trägst. Du bist also ein Kompagnon der Madame. Dürfte ich dich um Unterstützung bitten? Du wirst doch angemessen belohnt. Oh. Und wen genau würde ich unterstützen? Oh, verzeih mir. Ich bin Etienne, ein bescheidener Händler. Doch glücklich genug, die Madame zu meinen Freunden zählen zu dürfen. Außerhalb der Mauern warten Geschäfte, doch die Wachen sind misstrauisch geworden, was mein Kommen und Gehen betrifft. Ich hatte gehofft, dass jemand anderes an meiner Stelle gehen könnte. Und wer wäre dafür besser geeignet als ein Vertrauter der Madame? Wärst du bereit, einem Mitmenschen in seiner Not zu helfen? Ja, scheinbar. Warum nicht? Wundervoll. Die Aufgabe ist ganz einfach. Passiere das Tor und liefere Pakete an einige meiner treuesten Kunden aus. Genau gesagt an drei. Ein Krämer, ein Kräuterkenner und eine Brennerin. Erwähne einfach nur, die Päckchen sind frisch vom Teller des Hausherrn. Irgendwas Gefährliches? Was? Aber nicht doch. Nur etwas, das so mancher jenseits der Mauer nur allzu gerne in die Finger bekommen würde. Ich kann dich zwar nicht daran hindern, hineinzusehen, aber bitte, tu es nicht. Wirklich nicht. Okay. Ich wusste jetzt nicht, ob er mich versucht hat, am Ende anzumachen, oder? Igitt, dieser Markt ist ein regelrechter Misthaufen. Alles voller Ungeziefer. Oh, wem sagst du das? Oh, jetzt fällt mir jetzt auch schon viel geil aus. Krass. Das Schloss haben sie doch dann dem Kristall nachempfunden, ne? Weil das auch so nach oben geht. Hä? Achso, das ist so ein Wasserding. Seit der Belenus-Höhe ist kein Mond vergangen. Und wir sollen wieder marschieren. Dazu haben wir uns verpflichtet. Hab gehört, du hast beim Würfeln gewonnen. Wird gleich verprasst, oder? Im Schleier. Klar, auf Kosten eines anderen macht's doppelt Spaß. Ich suche einen Mann mit einer Narbe überm Auge. Zum Vögeln oder was? Sieht das hier aus wie ein Bordell, Träger? Verpiss dich! Still, du Esel! Siehst du nicht die Brosche? Ein Wort von dem reicht und der Schleier ist für uns gestorben. Es gibt nur einen Soldaten mit so einer Narbe bei uns. Sein Name ist Yannick. Ich habe ihn aber eine Weile nicht gesehen. Ja, er meinte, er will nach Mur. Er ist vor ein paar Tagen aufgebrochen. Er wollte dort wohl einen Händler treffen. Madame dankt euch. Mur ist das letzte Dorf vor Oriflam. Ich sag besser Isabel Bescheid. Wie schnell sie plötzlich die Fresse halten. Oh, scheiße, kein Sex mehr. Nein, ich will da... Wieso mich ablenkt, Alter, wie so ein Bumerang. Clive, hast du gute Nachrichten für mich? Das bleibt abzuwarten. Ich wollte gerade sagen, erzähl doch, was los ist und bleib nicht stumm stehen, aber das Bild wurde schwarz. Hätte Tatjen mir das doch gesagt. Dieser Yannick. Die Soldaten meinten, dass er in Mur sein könnte. Angeblich wollte er dorthin, um einen Händler zu treffen. Fragt sich, warum er nicht zurückgekommen ist. Und deshalb willst du vermutlich nach Mur, um das herauszufinden. Soll ich das etwa nicht? Doch, natürlich. Ich sorge mich allerdings, was dich dort erwarten könnte. Die Menschen in Mur sind recht engstirnig. Auf Träger sind sie nicht gut zu sprechen. Solltest du ihnen auffallen, werden sie dich ohne Zögern ausliefern. Doch mir ist dort jemand einen Gefallen schuldig. Mehr als nur einen.
Sein Name ist Bertrand. Er arbeitet bei den Ställen. Sag ihm, ich schicke dich. Gut, ich komme so schnell wie möglich zurück. Das war's für heute. Ein paar Bierchen und dann in den... Hey, Wichser. Ja, genau, dich am Tor meine ich. Arschloch. Kommt, gönnt euch was. Frischer Fisch. Hier, ein bisschen Crack. Ich warne dich. Trägern verkaufe ich nichts. Ob du zahlst oder nicht. Wo steckt dein Herr? Etienne schickt mich. Er hat einen eigenen Träger. Muss ja gut laufen bei ihm. Also gut, beeil dich, bevor die Wachen was merken. Sollte ich nicht irgendwas sagen lassen vorher? Irgendwas mit geht aufs Haus? Das nimmt mir eine Last von den Schultern. Und das ist für Etienne. All das für Schnaps. Nicht so ein Fusel. Vom Allerfeinsten, sorgfältig destilliert für meine besten Kunden. Finden die Wachen den, bist du ihn sofort los. Versteck ihn gut, hörst du? Wenn er Etienne schmeckt, sag ihm, dass er mehr bekommen kann. Nicht umsonst, natürlich. Natürlich. Ja, das typische, ich muss mal schnell deinen Schnaps inspizieren. Ich mache keine Geschäfte. Oh, ihr seid alles solche Penner, ey. Nun, das ist äußerst schade. Ich habe ein Päckchen. Frisch vom Teller des Hausherrn. Ich kenne dich nicht. Wo steckt der Händler, Etienne? Irgendwo, wo ihn die Torwachen nicht wegen seiner Geschäfte behelligen. Schön. Gib mir die Ware und verschwinde. Das ist leichter als sonst. Träger, wenn ich rausfinde, dass du mich betrügst. Ich nehme es gern zurück. Das tust du sicher nicht. Dein Herr sollte dir die freche Zunge abschneiden. Wenn du jemand anderem dienen würdest, wärst du längst in Ketten. Oh. Hier. Nimm das und geh mir aus den Augen. Zigarren. Diese Zigarren sind mehr wert als dein Leben. Sei vorsichtig. Da! Es ist echt schwer. Am liebsten würde ich mir jetzt in Dominus verwandeln und alles platt machen. Wie bekommen Sie diese Farbe? Dieses dreckige Pack, ey. Hier gibt's nichts für deine Sorte, Träger. Verschwinde! Husch! Ich habe eine Lieferung von Etienne. Frisch vom Teller des Hausherrn. Warum sagst du das nicht gleich? Die Zeiten sind hart. Dieses Päckchen wird das ändern. Zumindest eine Weile. Entschuldige die Begrüßung. Nichts Persönliches. Warte kurz hier. Hier. Kannst Etienne sagen, ich stehe zu meinem Wort. Parfum. Oriflams Bestes. Wie versprochen. Parfum, Zigarren und Schnaps. Da ist jemand anspruchsvoll. Die Frage ist, wofür bekommt man diesen Luxus? Es gibt wohl nur einen Weg, das rauszufinden. Das war's für heute. Ein paar Bierchen. Oh, Alter, das fuckt mich so ab, ne? Das ist mit diesem Träger, dieser Hass einfach nur, obwohl man nichts gemacht hat, man hat ihn niemals getroffen. Ah, du bist zurück. Und nicht mit leeren Händen. Entzückend. Madame wird zufrieden sein. Wenn du meinst, wäre sie auch zufrieden, wenn sie wüsste, was du dafür eingetauscht hast? Du meinst die Kristalle? Sprich es ruhig laut aus. Warum hast du es mir nicht gesagt?
Einem ehrlichen Menschen sind Lügen wie Fesseln an den Fußgelenken. Ich konnte nicht riskieren, dass du vor den Wachen ins Stolpern kommst. Schließlich kennen wir beide die Strafe, die auf den Handel mit Kristallen steht. Und sollten sie auch noch so winzig sein. Du hast nicht gewusst, was für dich auf dem Spiel stand, und vermutlich ist genau deshalb auch alles glatt gegangen. Doch trotz dieses erheblichen Risikos geben unsere Freunde gerne ihre wertvollsten Waren her, um ein paar mickrige Stückchen zu ergattern. Ich wusste nicht, dass Kristalle hier so rar sind. Rar wie Chocobo-Zähne. Daher gibt es selbst für die kleinsten Splitter einen florierenden Markt. Findest du es niederträchtig, die Bedürftigen auszunutzen? Ich glaube, du tust, was du glaubst, tun zu müssen. In der Tat. Und ich denke, Madame sieht das genauso. Dein Lohn für deine gute Arbeit. Ich habe die Ware, die ich beschaffen sollte, und die Wachen sind ahnungslos. Ich danke dir. Auch unsere gemeinsame Bekannte wird dir danken, wenn sie davon erfährt. Okay. Also Kristalle, aber... Aber so ganz normale Händler haben doch auch einfach Kristalle. Und die nutzen die auch einfach in aller Öffentlichkeit. Okay. Ich muss jetzt langsam zurück. Oh, gut, dass ich den Umweg aus Versehen gegangen bin. Zack. Warte mal, wo komme ich jetzt? Wie komme ich jetzt da eigentlich hin? Der Schleier? Ah, da oben durchs Tor muss ich, ne? Ja. Na, ah, fuck. Ja, die Weitsicht ist schon geil. Ich meine, man sieht, dass die Details fehlen, aber. Was ist das da hinten? Hä? Das ist nicht mal auf der Karte, oder? Alter, was ist das für eine Musik? Wo bin ich jetzt in dem verdammten Horrorhaus? Westwache. Trimels Werkstatt. Buchtwache, Tor der Büse. Oriflamme. Wie viele Träger schuften, um deine Kornspeicher zu füllen? Neugieriger Mann. Du siehst sie also auch? Dann sind es doch nicht nur meine müden Augen, die mir einen Streich spielen. Was denn? Wenn du die Welle meinst, die sich nicht bewegt. Ja, die sehe ich. Wie könnte ich auch nicht? Eine Welle, die sich nicht... Wow, das ist Wasser? Krass. Jetzt würde ich gerne wissen, was das ist. Blaufeder, das ist so ein Anführer-Chocobo, ne? Der wo einen auf den Sack gehen will. Ich muss ja zugeben, was mir eins der Sachen gerade ist in Final Fantasy 16, was mir am meisten gefällt. Es gibt kein Grinding, Alter. Weil wenn ich eins an Rollenspielen hasse, dann ist es Grinding. Ein bisschen ist in Ordnung. Also ein kleines bisschen oder durch Nebenquests. Sollten wir uns ansehen. Warte. Kann ich die jetzt einfach bekämpfen? Du wirst mir aber nicht erzählen, dass ich jetzt einfach hier... Yeah!
Ich wollte eigentlich hier nur auf diese Welle schauen. Dass ich jetzt gleich den Wachturm auseinandernehme, habe ich jetzt nicht erwartet. Und der war auch nur schwarz drin. Ein bisschen komisch, aber. Dämonenschärpe. Ja. Das ist halt echt eine Schärpe. Eine Schärpe, sag ich schon. Eine Ding, die einfach stehen bleibt, eine Welle. Metias Kreuz. Was hab ich gerade? Metias Kreuz hab ich. Ah ja, stimmt, das war ja. Ist alles schlechter. Was haben wir nie? Ein 1500, alter Schwede. Was ist das da? Irrlicht. Okay, und was ist das da? Ja, was sind das? Sind das jetzt. Achso, das sind Ifrit-Attacken, ne? Das hätte ich jetzt fast vergessen. Die Frage ist, warum sollte ich Phönixflug meistern? Oder fatale Umarmung? Oh, das kostet ja 1000, Alter, ihr gierigen Bastarde. Wobei, warte mal, das habe ich so an sich noch nie. Das ist perfektes Ausweichen. Das war. Ah, okay, ich kann nochmal springen. Da sitzt der Ifrit in der Mitte, ne? Ja, da ist der Phönix, okay. Das ist eigentlich schon eine coole Attacke, aber zieht die mehr ab wie das? Attacke 2, Knockdown 3. Attacke 2, naja, gut, da könnte ich das gleich lassen. Mich würden halt diese Attacken interessieren, aber was reißen die, außer dass sie echt einen fetten, riesen Angriff machen? Sind es Ultimates? Ich finde bisher das eigentlich am coolsten, weil das am meisten Knockback macht. Also halt in ihre Anzeige zerlegt. Schaut schon geil aus. Also klar, es könnte immer noch besser sein und wahrscheinlich schaut es auf dem PC dann auch besser aus. Aber so die Umgebung, Alter, geil. Ich muss ja persönlich immer sagen, mir wird es so reichen. Klar, wenn besser und solche Sachen gibt es immer. Vor allem dann eher so lineare Games wie Last of Us oder sonst sowas. Die holen halt natürlich mehr Zeug raus. Ich muss immer noch Last of Us 2 spielen, aber ich habe bis mehr mich noch nicht durchringen können, weil. Keine Ahnung. Ich finde die. Hopp, hopp! Zurück in eure Zwinger! Ich brauche euch noch für die Ernte morgen! Alter, können wir die Alte nicht umbringen? Ich meine, wir haben gerade einen Turm voller Gegner erledigt, ey, mit lauter Soldaten. Kriegst du keine Sau mit? Genug getrödelt, ihr beiden! Hoch mit euch, ihr Schmarotzer! Die Arbeit erledigt sich nicht von allein! Scheiße. Hey, warte mal, ist das nicht der andere? Nee, doch nicht. Endlich! Du bist spät! Spät wofür? Haben Sie es dir nicht gesagt? Eine wilde Bestie will meinen Jungen fressen. Los! Steh hier nicht rum und gaff blöd! Rette ihn! Na gut, wo ist er? Oh, zur Abwechslung ein Träger mit Mumm in den Knochen. Wie interessant. Er ist da drüben, an der Küste. Los, geh und töte die Bestie. Ich bin gespannt, ob ich was dafür bekomme. Dafür, dass sein Sohn in Lebensgefahr ist, wirkt er erstaunlich ruhig. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss aufpassen.
Wolf, er will mich fressen. Das werde ich verhindern. Zur Seite. Ich erledige das. Ja! Ja! Aber das ist nur ein Wolf, Mann. Ja, warum lebt denn der noch? Was hält denn der aus? Also er hat viel ausgehalten, muss man dazu sagen, aber ja, ich bin auch skeptisch. Nein, du solltest ihn nicht töten, sondern eher dich. Vater wird dich auspeitschen. Träger dürfen nicht gewinnen. Was soll das? Warst du überhaupt nicht in Gefahr? Du wagst es zu reden? Guck mich nicht so an. Es ist nur ein Spiel. Ein Spiel? Sei endlich still, wenn Vater das hört. Wow. Den Wolf habe ich getötet. Aber die Gefahr ist jemand anders. Dieses Treiben muss aufhören, bevor es nochmal geschieht. Du willst den Vater abschlachten? Und ich will ehrlich sein, eigentlich sollte man gegen Kinder nichts machen, aber ich weiß nicht, die Göre hat es halt echt verdient. Und ich meine, wir sind im Spiel, da kann es mir dann auch egal sein. Wir sind ja hier nicht im echten Leben. Gott, ich hasse diese Welt so. Tja, mein Kumpel. Hey, Träger, komm rüber, sofort. Erst schlachtest du unser Haustier ab, vor den Augen meines Sohnes, und dann wagst du es hier wie ein Gockel herumzustolzieren. Der Wolf war abgerichtet. Und gehorsamer als du, dreckiger Sklave. Du solltest unserer Unterhaltung dienen. Und wir sind alles andere als amüsiert, wie du siehst. Ich auch nicht. Für den Spaß wirst du bezahlen. Da, ich sag's doch, er redet. Schon wieder. Bestraf ihn, Vater. Warte, wer bist du, Träger? Sprich, du bist nicht der vom Markt. Nun, dein Ungehorsam wird nicht von ungefähr kommen. Los, bring sofort deinen erbärmlichen Besitzer hierher. Mein erbärmlicher Besitzer ist Madame. Wenn du willst, hole ich sie. Doch ich bezweifle, dass sie erfreut sein wird. Wie? Du dienst Madame? Was, was macht eine Frau von ihrem Stand? Hast du Angst? Und nun stell dir vor, was die Träger gefühlt haben. Wie sie gelitten haben. Bei eurem Spiel. Wenn du Schwierigkeiten hast, dich in sie hineinzuversetzen, dann könnte ich dir behilflich sein. Vater, ich hab Angst. Wagst du es etwa, uns zu drohen, Träger? Madame, hin oder her, so lasse ich nicht mit mir reden. Wir kaufen einen neuen Wolf, einen größeren, stärkeren. Natürlich, mein Sohn. Ich lasse uns im Dorf einen neuen holen. Und der wird diesen dreckigen Träger in Stücke reißen, bis er verblutet. Unverbesserlich. Aber ich kann die Träger nicht da liegen lassen. Sie verdienen ein Begräbnis. Das ist das Mindeste. Oh Mann. Wie viele Träger mussten für das Spiel dieses Verrückten sterben? Alter, es wird immer sprachloser. Das ist halt wow. Mich interessiert immer noch das mit der Welle da hinten. Lass mich raten, wir bestatten die jetzt und der taucht nochmal mit einem Viech auf. Mehr Opfer ihrer adligen Spieler. Du musst Clive sein. Woher kennst du meinen Namen?
Madame, ich arbeite für Sie. Wie du. Das Begraben der Toten wird nie leichter. Bist du dafür hierher gekommen? Ich soll gefallene Träger vor den Krähen bewahren. Hilfst du mir, wo du schon hier bist? Gern. Bestatten wir sie. Mögen sie endlich Frieden finden. Den Wolf des Adligen hast du erschlagen? Hab ich. Aber ich fürchte, er kauft schon bald einen neuen. Und dann sterben noch mehr Träger. Wie können sie uns nur ohne Reue in den Tod schicken? Du weißt, für sie seid ihr nur Dinge. Werkzeuge, die man benutzt. Oder Spielzeuge. Und wenn einer stirbt, kauft man einen neuen. Doch so ein Verhalten bleibt nicht immer ungestraft. Vater! Vater! Hast du das getan? Ich? Nein. Wölfe töten. Es ist Instinkt. Wenn du einen ins Haus holst, reißt er dir irgendwann die Kehle raus. So wie Träger. Selbst in Ketten haben sie Zähne. Was werden die Leute wohl tun, wenn sie endlich zurückbeißen? 2 mordende Unmenschen weniger. Kein Verlust also. Danke. Für die Hilfe. Das brauchst du nicht. Nimm schon. Als Anzahlung für unser nächstes Treffen. Bis dann. Ich komme gerade aus dem Grinsen nicht raus. Oh, diese Genugtuung. Selbst diese kleine Drecksgöre hat's erwischt. Wie gesagt, man muss sich davon trennen können, dass das ein Spiel ist und nicht in der realen Welt. Deswegen finde ich's geil. Ah. Im echten Leben könnte ich nicht mal der Fliege was zuleide tun, aber das. Schaut mal, die kleine Blutlache und die große. Können wir die eigentlich verfolgen? Ach, wie schön. So gefällt mir doch das. Was ist los? Hast du meine kleine Chloe gesehen? Ich habe sie aus ihrem Käfig gelassen, damit sie ein bisschen rumrennen kann. Aber sie kommt einfach nicht zurück. Ob sie sich verlaufen hat? Kannst du bitte nach ihr suchen? Chloe? Das ist aber kein Kind, oder? Ich kann dir leider nichts versprechen, aber ich halte gern Ausschau nach deinem Hund. Wie sieht er denn aus? Chloe ist doch kein Hund. Sie hat wunderschönes weißes Haar. Wenn ich traurig bin, tröstet sie mich. Und sie kann ganz viele Kunststücke. Sie läuft gerne durch die Weizenfelder. Ich soll sie eigentlich nicht rauslassen, aber bis jetzt ist sie immer zurückgekommen. Bestimmt hat sie Hunger. Sie hat seit gestern nichts gegessen. Es ist doch meine Aufgabe, sie zu füttern. Wenn das so ist, dann mache ich mich besser schnell auf die Suche, ja? Spielzeuge. Oh, scheiße, das ist doch auch ein Kind, oder? Oder ein... Die Felder sind sehr weitläufig. Aber vielleicht hat ja jemand Chloe gesehen. Oder ist es ein Chocobo? Sind das deine Felder? Vielleicht kannst du mir helfen. Puh, du bist wohl nicht von hier, was? Anders lässt sich deine Unverschämtheit nicht erklären. Warum sollte ich einem Träger helfen, hm? Weil es nicht für mich, sondern für das kleine Mädchen aus dem Dorf ist. Ich soll für sie nach Chloe suchen. Ach, du meinst sicher Lisette. Die und ihre widerliche Flohschleuder. Ich habe sie zuletzt an der Windmühle rumschnüffeln sehen.
Mittlerweile sollte das Mädchen wirklich alt genug sein, um zu wissen, dass sie sie nicht von der Kette lassen darf. Also zur Windmühle. Was ist es denn jetzt? Ja, verschwinde. Ich will hier keine fremden Träger. Wir sind noch im Mittelalter. Wenn da mal jemand verschwindet, das merkt man doch eh keiner, oder? Ein paar Menschen hier, ein paar Menschen da. Ich meine, wir helfen dem Kaiserreich aus. Weniger Mäuler zum Stopfen. Keiner geht einem mehr auf uns. Chloe? Hä, ist ja doch ein Hund. Also, weiß bist du jedenfalls nicht. Ah, nee, doch nicht. Dann bist du wohl nicht Chloe. Ist das? Oh oh. Da liegt doch jemand auf dem Boden. Ich gehe mal etwas näher ran. Oh Scheiße, sie hat die Starre, ne? Eine Trägerin. Chloe, da bist du ja. Ich hab dich gerufen. Was? Steh auf, du hast jetzt genug geschlafen. Wir müssen nach Hause. Chloe? Bist du etwa schon ein Stein geworden? Ich hab dich doch nur ganz wenig Kunststücke machen lassen. Dabei hatte ich dich am liebsten. Die anderen Chloes hatten nicht so schönes Haar. Bestimmt dauert es ewig, bis Papa mir eine neue gibt. Ich krieg sie ja erst, wenn sie zu müde zum Arbeiten sind. Sie war also nicht mehr als ein Spielzeug für dich? Bist du gar nicht traurig, dass sie tot ist? Sie ist nicht tot, sie ist ein Stein. Der Fluch hat sie zu Stein gemacht. So ist sie gestorben. Und egal, wie vielen anderen du ihren Namen gibst, das bringt sie nicht wieder zurück. Nein, sag doch nicht sowas. Es ist aber die Wahrheit. Hätte sie nicht dieses Brandmal gehabt, wäre sie ein ganz normaler Mensch gewesen. Jemandes Tochter. So wie du. Aber Papa sagt immer, dass Träger keine Familien haben. Sie hatten mal eine. Eltern, die sie weggegeben haben. Geschwister, die sie nie wiedersehen werden. Als ihr Chloe bei euch aufgenommen habt, wurdet ihr ihre Familie. Vergiss das nie. Und vergiss Chloe nie. Ich... Oh, ist das eine abgefuckte Welt, Alter. Das macht mich fertig. Ätherische Asche. Echt, Alter, und ich bekomme da noch Asche. Chloe, es tut mir so leid. Wirklich, Chloe. Alter. Wir haben jetzt nur zwei fucking Nebenmissionen gemacht. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf die ganzen Idioten da drin. Ey, ich hoffe, wir zerfetzen diese ganze Scheißstadt da drüben. Da sind bestimmt noch unzählige solche Bastarde da drin. Gut, das Kind wusste es nicht besser, das hier. Das andere war ein Arschlochkind, was zerfleischt wurde.